Hallo Leute, willkommen wieder zurück zu Trials Evolution. Yeah, hier ist euer Frosty wieder und ich bin richtig gut gelaunt heute. Ja, wir haben jetzt Donnerstag, 6.6., 13:56 Uhr und ich bin heute mal so ein bisschen wieder am Aufnehmen. Ja, und ich habe mir gedacht, weißt du was, jetzt mach mal wieder Trials. Die Leute warten ja schon ewig darauf. Ich war ja 2,5 Monate offline, weil ich kein Internet hatte. Zur Erwähnung dazu. Falls ihr das nicht wisst. Hab bis jetzt auch einen Kanalwechsel hinter mir. Von meinem Kanal TBB Frosty auf Frostion, beziehungsweise The Frostion. Und hab entsprechend auch ziemlich viel geändert. Ich habe jetzt Thumbnails. Und etc. 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 Ich habe mein Gamertag geändert. Ihr könnt mich aber auch gern Frosty nennen. Ja. Wäre auch nicht schlecht. Dieses White Frosty gibt es nicht mehr. Und was ist noch so neu? Ja, ich muss überlegen. Ja, den Lower, weil ich gesehen habt. Der Lower war ja früher auf meinem Kanal auch tätig, aber nur bei anderen Projekten. Jetzt habe ich mir gedacht, weißt du was? Wenn schon da machst, marsch auch bei Trials rein. Jetzt sieht die immer so einen schönen blauen Lower einblenden. Der heißt so Lower. Und da steht ja immer dran. Dann kommt hier vom Frosty. Wenn noch andere mitmachen würden, wie, weiß nicht, wenn ich so ein Dings halt mach. So eine Art mit mehreren Leuten. Sagen wir mal, ein Together machen würde bei Trials. Gehen wir davon aus. Dann wird dann auch was anderes dran stehen, welches Spiel es ist. Natürlich was Trials Evolution und welcher Teil das ist. Jetzt sind wir bei Teil 55. Ja, hab ja nochmal 3 rausgehauen, aber das waren Reuploads außer auf Teil 54. Aber der ist schon 2,5 Monate alt und deswegen ist das egal. Puh, ich glaube, das war immer so alles. Also ich hoffe, ich habe alles abgedeckt. Und weil ich ja extrem lang nicht mehr Trials gespielt habe, heißt das, ich bin auch extrem schlecht geworden. Ja, super, oder? Ja, ihr freut euch alle drauf. Und ich guck mal, was so neu ist. Fuck, ist ziemlich viel neu. Oh mein Gott. Mein Gott. Oh nee. Wisst ihr, weil ja so viel neu ist, heißt für mich, es gibt eine Special-Folge, ja, eine Special-Folge. Das heißt, dieses Video geht extrem lang. Ja. Wisst ihr ja schon, weil das, ihr seht es ja vor mir. Gott, deswegen, guckt, da habe ich zuletzt aufgehört. Das hier war vor 2,5 Monaten. Das hier. Das war vor 2,5 Monaten. Und, oh Gott, guckt es euch an. Wie viel, und das sind hier nur solche Top-Bewertungen von Strecken gewesen. Und, ach du Scheiße. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Warum tut ihr mir das an? Aber ich werde... Ich weiß, ihr habt schon gesehen hier. Ich nehme die Strecke. Gibt so viel. Ja, Flyer hat wieder es rausgebracht. Ich hoffe, die ist nicht so schwer. Weil ich ja so abgebaut habe, werde ich kein Extreme machen. Das könnt ihr aber sowas von vergessen. Ich werde nur mittel- oder höchstens schwer machen. Ich will mir das jetzt nicht geben. Ich muss erst wieder reinkommen. Das ist nämlich wieder extrem schwer, finde ich. Ich habe bis jetzt nur eine Strecke kurz gefahren. Und ich wollte ja nicht so lange üben, jetzt nochmal reinzukommen. Weil, ja, ich wollte ja natürlicherweise aufnehmen und euch wieder ein Video bringen. Weil ich auch wieder mit anderen Projekten beschäftigt bin, versuche ich halt wirklich einen Ausgleich zu machen. Ich habe ja noch alte Projekte und neue Projekte. Geheimprojekte. Das zeigt sich an, ich bin überfordert, tue ich bin ich aber nicht, weil ich habe ein bisschen vorgearbeitet natürlich. Zwicker, zwicker. Gut, hoffentlich verkacke ich es nicht. Natürlich weiß, habe ich meinen Skill verloren, ja. Ihr habt es gerade gemerkt. Jawohl, Alter, das fängt ja wieder super an. Ja, ich bin wieder total überrascht, wie gut ich wieder heute bin. Oh, das fängt so super an, ey. Das fängt so super an. Ich muss einen Jump machen, aber ich bin gerade irgendwie zu blöd dafür, merke ich gerade. Oh Gott, das ist...
Nee, ich bin zu schlecht geworden. Ja, geht doch, endlich mache ich mal einen Jump. Oh, das war gleich mal ein bisschen zu viel. Oh, fuck. Das ist ein bisschen... Ah, geht doch jetzt. Nein! Oh, der dich. Genau. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Die Schräge sieht auch ziemlich nice aus. Ich habe mich jetzt ein bisschen konzentrieren müssen, natürlich. Aber die Strecke ist nice. Das hat ein bisschen was so Kataponke. Was ist das? Kataponke. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Ich habe gerade im Kopf, aber ich kann es nicht aussprechen. Ich bin wieder sprachbehindert. Ich bin wirklich sprachbehindert. Wisst ihr vielleicht? Ja, wisst ihr. Ich kann überhaupt nicht gescheit sprechen. Ich bin nämlich total kacke. Boah, jetzt habe ich gedacht, da geht's runter. Ne, jetzt ohne Witz. Ich verspreche mir öfters, vielleicht, wenn neue Zuschauer dabei sind, gewöhnt euch dran. Oder schaut's euch nicht an. Gewöhnt euch dran oder geht. Also kann ich nur sagen, eins von beiden. Die Gewöhnungszeit ist aber extrem lang. Okay, die Strecke sah schon nice aus. Also hat was von Piratenhöhle gehabt. Also Kataponke. Oh, nee, ich kann's nicht aussprechen. Und ja, Physikelemente sind natürlich was nicht beinhalten, also keine Hebel, Fahraufzüge, nichts bricht zusammen. Ich gebe vier. Ja, passt schon. Gut, dann werde ich ein bisschen überspringen und ne, Konflikt 3, Road Rider, Murderclock. Murderclock. Anfänger. Nein. Komm, schau mal an. Warum macht der Anfängerstränge? Der macht Double Extreme Ninja plus Hardcore. Beast Mode macht der eigentlich von Strecken. Finde ich. Ja, die schaffe ich nicht. Nee. Es gibt Strecken, die schaffe ich wirklich nicht von dem. Also, schrecklich. Ich weiß noch, bei Trials HD habe ich Strecken gesehen von dem. Ach Gottes Willen, ey, das war Ninja-Modus neu definiert, obwohl der da erst erfunden worden ist. Richtig, richtig übel. Aber es wisst ihr ja schon alles. Wisst ihr ja. Währenddessen, wo ich ja auch offline war, ist Trials Gold Edition rausgekommen. Die Gold Edition ist für den PC gedacht. Und ich habe ja auch gesagt, dass ich die, dass ich mir die zulegen werde. Und was mache ich da für einen Kack, das ist ein Anfänger. Fragt sich bloß wann. Die gibt's auch schon recht billig, glaube ich mal für 10 Euro, habe ich gesehen, ja, für 10 Euro. Als Download-Titel werde ich mir vielleicht zulegen. Oder für 15 Euro bei Steam, weiß ich bloß nicht wo, also ob Steam oder woanders da, weiß nicht. Muss mal schauen. Ich möchte aber gern die CD-Hülle haben, weil Trials auf CD-Hülle und so, das ist schon nice. Ich glaube, man wird es aber per Hülle holen. Zahle ich halt ein bisschen mehr. Ja, war jetzt nicht berauschend. Sah jetzt nicht so extrem aus. Ja, 3. Fehler habe ich auch gebaut, weil ich nicht aufgepasst habe. Aber okay. Naja, warum für PC? Weil ich gern mal in PC spielen möchte. Ich weiß nicht, die Grafik ist vielleicht nicht besser geworden. Und wird sich gar nichts verändert haben. Aber ich will mal wissen, kann man da mit der Tastatur spielen? Falls ihr das wisst, könnt ihr gerne reinschreiben. Kann man im Editor-Modus mit der Maus arbeiten? Möchte ich gerne wissen. Wenn man wirklich da mit der Maus arbeiten kann, dann wäre das richtig, richtig nice. Also ist richtig Premium. Und welche Strecke ich nämlich stammen?
Lookman Monkey, oder Look Monkey. Ah, ist schwer. Will ich jetzt nicht. Ist das hier? Mittel. Okay, gerne. Ja. Also könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Wäre super, super nett. Falls ihr das Spiel auch für den PC habt. Natürlich. Dann schreibt in die Kommentare, was ist anders dazu der 360-Version? Möchte ich gerne wissen. Könnte ich jetzt auch selbst nachschauen, aber ich lasse euch das machen. Ihr wisst ja viel mehr als ich natürlich. Ich habe ja Bullshit an Informationen, das ist völlig normal bei mir. Genau. Und deswegen frage ich euch, was ist neu daran? Schreibt es in die Kommentare. Und tja, ich schaue es mir wirklich weiter. Oh. Oh. Ich bin Noob und benutze den unteren Weg. Ja. Ja, wow, Luck. Diesmal war es kein Skill, diesmal war es wirklich Luck, Leute. Oh. Okay. Nicht schlecht gemacht, Herr Speck. Oh, das ist fies. Es sieht eigentlich recht nice aus. Das war's aber schon. Ist es vielleicht möglich, dass während meiner Abwesenheit das Stil von den Macher sich verändert hat, also beziehungsweise von den Streckenbauer? Also kann es sein, dass die Strecken alle ziemlich kurz geraten sind? Also dass es irgendwie cool geworden ist, kürzere Strecken zu bauen? Ja, und die Strecke 4 Sterne, muss ich nicht wirklich sagen. Ganz nett, sieht schon aus. Und keine Physik-Elemente. Ja, und was. Ja. Kann es vielleicht sein? Würde mich gerne interessieren. Jetzt kommt aber die Strecke hier. The Crow's Dojo 2. Mittel. Oh, schön. Schön, schön, schön. Bin ich doch mal gespannt, wie das aussieht. Und was ich gerne fragen wissen, was heißt der hinter dem Gamertag der Schlüssel? Der Schlüssel, genau, Schlüssel. Möchte ich gerne wissen, wisst ihr das vielleicht? Das war ja schon, ist eine ganze Weile ja schon so. Hab ich ja vorher gesehen, aber ich habe gar nicht danach gesucht, was es heißt. Falls ihr das wisst, bitte gerne, bitte, bitte in die Kommentare. Nicht gerne, hier bitte, ihr müsst es. Ich bitte euch an, schreibt es mir, ich will das wissen. Es plagt mich schon seit Monaten. Ich wollte die Jahren sagen, aber stimmt nicht. Ja, und was kann man noch so bereden? Lass mich überlegen. Ja, jeder hat's mitbekommen. Boah, der hat ein Dings auf. Cool gemacht, Mann. Cool gemacht. Finde ich nice. Das sieht nice. Oh, das sieht richtig fett aus. Die Umgebung müsste ich mal geben. Also falls ihr die Strecke nicht gespielt habt, die sieht ja schon mal. Weißt du was? Du bist ein kleiner Pisser. Muss man ja eigentlich nur durchrasen. Das ist fies. Ich komme da nicht rüber. War aber knapp. Okay. Interessant. Auf jeden Fall, ja, was ihr mitbekommen habt, Xbox One. Ja, ich weiß, einige mögen den Namen überhaupt nicht. Ich finde ja ganz okay. Es ist ihnen gesagt, warum Xbox One und war recht gute Begründung, fand ich. Ist doch scheißegal, wie sie heißt, meiner Ansicht. Hauptsache, das Ding kann was und fertig aus. Das ist meine Meinung. Fuck. Und ja. Da stellt mich die ganz große Frage, arbeitet Redlinks an einer Fortsetzung von Trials Evolution? Beziehungsweise eine neue Trials-Serie. Oder neues Spiel allgemein, sage ich mal.
weil die ganzen Arcade-Games wird es hier auf der Xbox One nicht mehr geben. Was recht schade ist. Oh nö, Mann, jetzt habe ich wieder verdammelt. Ja, und deswegen frage ich mich ja schon eher, wäre recht nett, Leute. Wenn ihr das wisst, weißt ihr, ob die weiter schon arbeiten? Okay, was ist jetzt? Wir warten, wir warten. Oh, da steht niemand. Den Typen habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, ein Optik-Fame oder so. Oh, sehr gut gemacht. Also so extrem habe ich das jetzt noch nicht gesehen. Echt cool. Echt nicht schlecht. Ja, im Hintergrund hätte er jetzt aber auch ein paar Gebäude machen können. Das sieht jetzt ein bisschen zu langweilig aus. Also im hinteren Grund. Ja, okay. Nice, nice. Wie lange geht denn das noch? Ja, ich mache jetzt einfach mal weg. Ja. Nice. Physik dabei. 4, 5, 4, 5, 4, 5. Ah, ich gucke jetzt einfach nicht hin. Moment, was ist? 4 Sterne? Okay, hier normal kann ich jetzt sagen, der Typ hat doch das, deswegen mache ich die 5 Sterne. Ha. Ja. Okay, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ja, Trials auf der neuen Xbox. Falls ihr das wisst, schreibt es mir bitte. Wäre nett. Gut, ich schaue mal auf die Uhrzeit. 17 Minuten. Wir haben noch gute über 5 Minuten, so ein bisschen. Das kann man noch so schönes machen. Die interessiert mich und die interessiert mich. Sieht halt nice aus auf dem Screenshot. Schauen wir mal. Oh, meine Nase fängt jetzt ein bisschen an zu rumzunörgeln. Oh. Aber schauen wir mal. So, was gibt's denn so Neues? Noch irgendwie, was ich euch erzählen könnte oder was so in meinem Kopf rumschwirrt. Ja, neuer Kanal aufgemacht, haben jetzt nicht so extrem viele gewechselt. Der letzte Stand war auf dem alten Kanal 1092 Abonnenten waren das und davon haben, glaube ich, mal rund um die 30 gewechselt, glaube ich. Glaube ich mal. Ja. Von 1000, fast 100 haben 30 gewechselt. Wenn man so sieht, ist das erschwerlich. Also ich könnte schon wetten, wenn Gronkh wechseln würde, okay, der hat um einiges mehr Abonnenten, ne? Aber man muss halt die Dings sehen, also. Oh, das sieht nice aus. Das Verhältnis einfach mal. Also der hat jetzt, weiß nicht wie viele Abonnenten. Ich glaube, wo ich zuletzt gesehen habe, 1,5 Millionen oder so. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich sag jetzt mal, bei 1,5 Millionen würden mindestens bei Gronkh 1 Million wechseln. Also das ist eine Verhältnis von 2 zu 3. Also. Und bei mir ist das Verhältnis nicht 2 zu 3. Oh, ihr Drecksaffen. Macht euch lächerlich. Naja. Ja, bei mir ist es ja überhaupt nicht 2 zu 3, also 2 zu 3. Ah ja, ist ja klar, mein Gott. Also, das war schon. Pinguine! Lasst mich raten, das sind die Pinguine aus Madagaskar. Sah ein bisschen so aus. Muss aber nicht.
Flamingos. Der Zoo ist richtig gut gemacht, Leute. King Kong. Freakshow. Nice. Nice. Das ist richtig cool. Der Typ hat echt Skill, Leute. Das sind Seehunde oder sowas in Art, glaube ich. Pinguine. Und rotes Wasser. Auch interessant. Ach, da ist der Schädel von uns. Die haben uns aufgeputzt. Ja, tatsächlich, uns gefuttert. Böse Pinguine. Ich sag, 5. Weil es echt gut designt worden ist. Also es hat schon richtig Skill. Ja. Und wir schauen uns die nächste Strecke an. Und die hier. Bin ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Wo bin ich stehen geblieben? Irgendwas. Nein, mit Rides war es nicht. Ah ja, neuer Kanal, mein Gott. Neuer Kanal, das ist schon in der richtige Richtung. Das gibt's nicht. Meine Güte, ich hab's wirklich vergessen. Ich leide wirklich an Alzheimer. Also, ich habe echt ein Gedächtnis wie ein Goldfisch. Gibt's doch nicht. Die Pinguine haben mich voll abgelenkt. Dem bestimmt tippt mir dieses Tier. Ey, das sieht mir schon mal richtig wieder fette, krasse Sprachfehler drin. Ah, Junge, Junge, Junge. Hypnotisiert, genau. Ja, irgendwas mit meinem Kanal. Egal. Es würden sich jetzt echt einige drüber wieder aufregen. Ja, nein, jetzt hab ich ja jetzt mehr angefangen, mein Gott. Wegen Abonnenten und so, wegen Wechsel, bla bla bla, wisst ja, ihr könnt ja zurückschauen, spulen und anhören. Natürlich, ich kenn das nicht. Nicht wirklich. Oh, ist nice, ist ein cooler Stil. Auf jeden Fall. Wie viel müssten da wechseln? Also mindestens. Wie viele. Weiß nicht. Mindestens 600. Nee, mindestens 700 müssten wechseln, dass ich ja, beinahe ungefähr 2 zu 3 das Quote liegt. Das sieht cool aus. Sieht echt cool aus. Alter Schwede, guckt euch mal das an, ey. Das ist richtig episch. Cool, Mann, das ist richtig krass. Da kriegt er auch 5 Sterne. Ey, nur für das Aussehen, es ist kein einziges bisschen Physik drin, aber hallo. Das ist richtig fett. Und es gibt mehr Routen. Okay. Naja. So, was haben wir noch so Schönes? Also eine Strecke geht auf jeden Fall noch, was mich richtig interessiert. Ist das eine Fortsetzung? Nee. Die interessiert mich. Das sieht schon mal richtig nice aus wieder. Immortal Pass. Naja, vielleicht wechseln noch welche. Keine Ahnung. Vielleicht nicht. Werden wir ja noch sehen. Ach. Und normalerweise habe ich die Farben geändert auch. Normalerweise ist das letzte Mal, wo ich jetzt Grün benutze, nur weil ich es vergessen habe. Ich habe es schon eigentlich umgestellt, aber komischerweise, weil ich wieder online war, hat sich das wieder zurückgestellt. Und was noch erzählen könnte, während meiner Offline-Zeit habe ich natürlich ein bisschen Trials gespielt und habe ein paar Strecken rumgebastelt eher und neue erstellt. Die sind fast fertig geworden. Hab mir da ein bisschen Zeit gelassen, dass es wirklich schön aussieht, natürlich ein bisschen detailliert.
als die anderen Strecken, was wir bis jetzt gemacht haben, obwohl die auch schon recht detailliert sind, glaube ich mal. Ist nicht größenmäßig kleiner als die hier, sage ich mal. Also größenmäßig ist die winzig gegen die hier. Also, aber halt detaillierter. Und das war schon schade. Ist nur das schön aus, sieht schön aus, aber mehr ist da nicht drin. Obwohl die Fahrerlinie richtig cool war. Ich hab's nur ein bisschen verdattelt. So, und weil ich noch ein bisschen Zeit habe, werde ich jetzt mein Dings wechseln. Meine Farben. Ich fahre die ganze Zeit mit Grün und krieg das gar nicht mit. Komisch. Vielleicht ist die Farbe sogar noch eingespeichert. Nee, ist sie nicht. Das ist so ein schönes Blau hier, genau. Das lasse ich. Das Farbe anpassen. Achso, ist ja weiß. Farbe. Nee. Alles schön in schön blau und ach, Motorräder fehlen ja noch. Da mache ich jetzt nur den Phoenix vorerst, dass euch nicht langweilig wird. Ja, okay, so soll es nicht aussehen. Nee, eigentlich nicht. Wird ja nur das Grün, was blau ist. Also, es wird nur das Blau, was grün ist. Genau. Das ist auch. Das ist auch. Das wird weiß. Das wird blau. Das wird blau. Das wird weiß. Dann, das wird weiß, oder? Ne, das nicht. Das wird nicht mehr Gold, das wird jetzt nämlich. Machen wir vielleicht sogar auch blau? Ja, wir haben blau. Warum nicht? Warum nicht? Das bleibt alles Standard, okay. Dann mache ich den Gecko noch. Ne, Gecko. Der Rahmen wird. Wie habe ich denn das gehabt? Ich habe auf jeden Fall blaue Felgen gehabt. Dann habe ich weiße Reifen gehabt. Weißen Sattel weiß ich jetzt gar nicht. Kann sein, kann sein. Griffe weiß ich jetzt auch nicht mehr. Beim Gecko ist jetzt ein bisschen schwieriger. Ja, komm, machen wir mal. Auch weiß. Ja, machen wir auch weiß. Fordern. Weiß. Das haben wir schon. Das ist auch weiß. Weiß. Weiß und Griffe machen wir, glaube ich, mal dann blau. Ja, okay, ich kann es ja immer wieder verändern. Und dann den Banse. Den Banse, Banse, Banse. Und den Banse machen wir wie? Machen wir. Oh je, das ist schwer. Blau. Nee, weiß. 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 Das machen wir dann. Weiß. Der ist irgendwie halt das gerade Gegenteil. Natürlich. Das machen wir dann in. Das lassen wir mal.
Oh, wisst ihr was? Ich mach mal ein helleres Blau rein. Komm nicht. Können ja ein bisschen rumexperimentieren. Das bleibt so, das bleibt auch so. Die bleiben noch. Ja, das kann man rauslassen. Griffe. Was auch immer. Bleibt weiß. So, nee, ich mache aber das hier wirklich nochmal in blau. Gut, dann war's das, glaube ich, mal. Ah, da ist noch grün. Warum ist da noch grün? Warum ist da noch grün? Hab ich mich vergessen? So. Gut, dann, ja. Mehr brauchen wir nicht. Den Rest mache ich noch alles. Und ja, dann sage ich mal wieder, was ist mit dieser Folge? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir so in die Kommentare wegen Droids Evolution natürlich. Wisst ihr, ob das auf der Xbox One erscheint? Dann, wie ist die PC-Version? Und, ja, das war's, glaube ich mal. So. Und wenn es euch gefallen hat, dann liked natürlicherweise, verteilt und freut euch drüber. Und wir sehen uns dann in der nächsten Ausgabe.